Drei Schiffe diesmal. Vier, fünf! Ey, das ist ja eine Invasion! Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren wundervollen Runde Kingdoms and Castles. Ich habe diese Folge vor, die Mauer weiterzubauen. Ebenso wie darauf zu achten, dass der nächste Angriff des Drachen, eines Drachens zurückgeschlagen wird, oder einer geilen Wikinger-Meute, die wieder alle meine Weiber entführen will. Und der Seppel hat uns was zu sagen. Sire, some quarries have no place to store their stone. Work has halted. We need more stockpiles. Ich habe 204 Steine. Das ist nicht so wichtig. Was will der Eimer, Willi? Sire, Viking, Briders, maybe. Drache. Ich hab's gejinxt. Wohin hab ich. Scheiße. Hier ist er. Ich hab's gerade eben noch erwähnt. Sieht der anders aus? Ja, der sieht. Das ist ein anderer. Der hat rote Zacken hinten, Stacheln und andere Flügel. Gott, da wäre noch einer. Okay, kann der jetzt auch was anderes oder was? Wirft er mit Bomben gleich oder? 12 Leute sind wieder gekommen, 185, fast 200 Menschen in meinem Kaff. Aber ich bin gerade ein bisschen, ich habe gerade ein bisschen schockiert von dem Drachen, ich habe ein bisschen Angst. Was er gleich macht. Geil, er wird auch von zwei Archer-Towern unter Beschuss genommen. Guckt jetzt so auf meinen Bäcker. Der hat schon genug zu kämpfen, ja? Ach, du bist ein Arschloch. Ich brauche Ballistentürme. Vermutlich sind Ballistentürme einfach stärker besser gegen Drachen. Aber dafür dann nicht so stark gegen Landeinheiten, weil die vermutlich nicht so Zieltreffer sind oder so. Oder halt nicht so eine hohe Schussfrequenz haben. Ich habe noch nicht einen Drachen down gekriegt. Der macht ja mehrere. Lass meine Quarry zufrieden. Gott sei Dank. Haut der ab? Ja, das war's. Was willst du eigentlich hier? Du kommst her, steckst meine Bude in Brand und haust wieder ab. Bloß nie wieder blicken. Ah, Vikings! Scheiße. Falls ich es immer nicht verstanden habe, ich sag's nochmal. Scheiße! Die kommen von einer Seite, aus der ich sie nicht erwartet habe. Beziehungsweise. Drei Schiffe diesmal. Vier! Fünf! Ey, das ist ja eine Invasion! Das sind auch mehr Leute auf den Schiffen. Oder? Nee, sind nur. Warte. Pause kurz. 2, 4, 6, oder? 6 und der Big Mob. Da sind es mehr. Ist es mehr? Das sind 7, glaube ich. 1, 2, 3. Ja, es sind 7 Stück. 7 Stück und der große. Dieser schreckliche Sven-Verschnitt. Was macht er jetzt? Na? Komm schon, tut mir den Gefallen. Na? 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 Scheiße! Eigentlich habe ich es ja gewusst. Ich habe in der stillen Hoffnung. Da klauen die mir wieder die Leute. Super. Ich muss, glaube ich, unbedingt mal diese Blöde Chamber of War bauen. Aber ich will das hier machen. Gut, dann
wird die Mauer jetzt erstmal eingestellt. Die marschieren hier ein, das hieß unglaublich. Also die Mauer wird erstmal, das Projekt Mauer wird erstmal auf Eis gelegt. Jetzt fangen die, ja, haben die beim letzten Mal auch gemacht. Natürlich an, alles abzukokeln, ey. Und zwar wird jetzt zuerst das Fort da oben gebaut. Okay, was. Die hauen schon wieder ab, oder was? Ja, die haben zwei Leute dabei. Und die hauen ab. Das sind drei Trupps, die jetzt schon wieder abziehen. Der eine ist hier. Also es wird auf jeden Fall steigert sich die, nicht nur die Frequenz der Angriffe, sondern auch die Angriffe an sich werden schwieriger, also schwerwiegender. Ja, der Mainer ist weg. Ein Mainer ist weg, scheiße. Dann haben sie den Blacksmith geschrottet. Toll. Die kommen jetzt, die haben wirklich die unbewachteste Seite sich ausgesucht. Das haben die echt geschafft. 2, 4, nicht ein Schiff ist down gegangen von denen. Alle 5 sind noch da. Und die ziehen sich gerade schon wieder zurück. Scheiße, ne, ja, Wald brennt hier unten noch. Super. Kacke. Was war das? Blacksmith, das. Auch Blacksmith. Ich hatte schon einen zweiten gebaut. Ach, Scheißdreck da. Kommt bloß nicht wieder, ihr Arschlöcher. Ich muss mich besser vorbereiten. Ich bekomme jetzt auch nicht mehr so schnell wieder neue Leute, weil sich das rumspricht. Blacksmith ist 4 groß, deswegen war das nur einer. Das spricht hier natürlich rum, dass ich zu doof bin, meine Leute zu verteidigen. Er ist alleine, er ist wirklich nur noch er. Hat seine ganze Mannschaft verloren, seine komplette Crew ist tot. Eigentlich wollte ich mal angeben und sagen, ich habe den Timer diesmal gestartet, aber ich habe es wieder vergessen. Ich habe nicht einmal in der kompletten Session den Timer gestellt. Nicht ein einziges Mal. Was ist denn die Great Hall? Eat grand meals every day. Ich brauche eine Chamber of War und Barracks. Und ein Tor. Ich habe aber mal ein Tor gebaut. Ja, gut. Haben die Hunger oder was? Ich glaube, das Problem ist, dass die hier oben schlecht an die Nahrungsmittel da unten rankommen. Das bedeutet, ich werde hier oben auch nochmal einen Markt hinbauen. Ja, Chamber of War wird dann erstmal hinten angestellt. Ja, die Männer wird noch gebaut. Wie viele Loks braucht das Scheißding denn? 50er, die haben kaum was gehabt. Ich hab gedacht, dass sie noch 40 Loks brauchen. Hey, wohl schon viel. Die haben, wie viele haben die von meinen Leuten verschleppt? Ich weiß es nicht genug. Ich habe nicht aufgepasst. Also in der Aufnahme sehe ich es ja nachher, ey, wie viele die wieder verschleppt haben. Ach, das ist doch scheiße wieder. Ich meine, der Wald hier wäre dichter geworden. Output 16. Output 16. Output 16. Es geht nur 16, okay. Das heißt, der wird gar nicht effizienter. Naja, gut, der kann ja auch nur so viel abbauen, so viel er eben schafft. Macht irgendwo halt schon Sinn, ne? So, da kommt der Markt hin. Haben wir den jetzt gebaut? Ja, er wird jetzt gebaut. Melissa Bradley has died of old age. No one came to visit. Das war abzusehen, dass keiner kommt.
Das schreckt mich jetzt nicht. Damit habe ich gerechnet. Ich brauche aber vorher noch einen Blacksmith, bevor ich Gemma vorbaue, weil die. Nee, ich kann die erst bauen. Blacksmith kann ich danach bauen. 25, mach hinne. Baue ich hier hin? Eins weiter. Ich habe nämlich eigentlich den recht ehrgeizigen Plan. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Ich baue hier den hin. Der ist sogar zwei. Baue ich ihn weiter hier rüber. In die Mitte. Dann kommt hier auf jeden Fall. Ja, komm, hier kommt hier hin. Stellen wir auf War rein. Und auf die andere Seite kommen die Barracks. Aber in die Mitte will ich dann die große Halle eigentlich setzen. Wo setze ich dann den Levi hin? Oder die setze ich dahinter und die Levi setze ich davor. Genau, dann. Versagt, dann plane ich das jetzt direkt mal so, wie ich es gern hätte. Der war ja 4x4. Das heißt, hier kommt der Levi rein. Dahinter kommt die Great Hall, am besten gerade, aber wahrscheinlich schräg. Und hier unten kommen die Barracks hin. Also genau hier. So sieht's aus. So ist das Ding jetzt geplant. Was ich aber vorher mache. Ich baue hier nochmal einen Turm hin, damit ich da nochmal einen Archer Tower aufsetzen kann. Ich bin hier unten nämlich fast gar nicht. Total schwach. Ich habe mich nur hier oben gegen gewehrt. Also hier oben ist die Verteidigung einigermaßen recht stark sogar. Aber hier unten ist sie, verdammt, ist sie total bekümmert. Dieser Wikinger-Überfall war der scherzstärkste bis jetzt. Ich hoffe, ich habe auch offen genug angesucht. Ich denke nämlich immer noch dabei so ein bisschen an das Thumbnail. Das ist, ich finde, das ist so ein bisschen eine Kunst für sich, so ein gescheites Thumbnail zu erstellen. Ist gar nicht so einfach. Was macht, sagt die Kohle eigentlich? Minus 3. Das bedeutet, ich brauche auch noch einen neuen Köhler. Der hier hingesetzt wurde von mir. Auf Hans-Peter. Ja. Sire, if we aren't able to improve conditions, no one will want to live in our kingdom. Make sure people have enough food to eat. Die Leute verlassen die Burg. Deswegen habe ich den Markt gebaut. Also, genug Nahrungsmittel wird es auf jeden Fall geben. Plus 66 wieder, der Output wird positiv. Der ist nicht voll besetzt, not fully staffed. Ich habe genug Betten für alle, aber die Leute. Ja, die steigt wieder, es steigt wieder. Sie kommen jetzt langsam, aber sicher wieder. Happiness geht wieder hoch. Was? My Lord, one peasant died of starvation. Was? Oh, einer ist verhungert. 16 Leute sind aber gekommen und 11 sind geblieben, also. Meine Ortschaft scheint sich schneller als erhofft von dem Wikinger, also schneller als erhofft. Erwartet von dem Angriff der Wikinger zu erholen. Uses armaments and gold to train villagers to soldiers. Soldiers wait here until the general recruits them. Okay. Ich bin der General. Ich bin alles. Mir gehört alles. Ich bin nicht nur Lord, König, ich bin auch General. Das bringt meine Planung ein bisschen durcheinander. Aber eigentlich nicht. Ist halt jetzt größer. Das Ding. Ich hätte auch vorher mal gucken können, wie groß die Teile wirklich sind.
Nein, hätte ich nicht, weil ich nicht draufklicken darf. Ich hätte mal gucken, wollte jetzt eigentlich mal wissen, wie groß die große Halle noch ist. Ob meine Planung so vernünftig war oder eben nicht. Ich habe ja immer die ganze Zeit immer noch schneller, aber es muss jetzt halt alles mal ein bisschen schneller was kommen. Ja. Super. Jetzt brauchen wir mehr Granaries. Wobei ich hier drüben schon nochmal eine große bauen sollte, auf jeden Fall. Aber das mache ich nicht jetzt. Das kommt später. Kommt dann hier hin oder so. Zack, zack, zack. Bats. Ja, ich will mich hier erstmal um mein Fort kümmern. Ich hätte das gerne die Folge noch fertig, aber ich glaube, daraus wird nichts. Was kostet diese blöde Mauer eigentlich? Nummer 5, ne? Wäre ein bisschen cooler, wenn die nur so 2 Holz kosten würde, dann wäre ich damit schon deutlich weiter. Mit Steinen habe ich jetzt also gar keine Schwierigkeiten, aber ich habe auch verdammt viele Quarries gebaut. Eher Probleme, dass ich zu wenige Forester habe. Wobei ich 3 Forester habe. Na gut, ich lasse aber auch kaum noch fällen. Momentan. Wobei es eh nicht so viele Soldaten, viele Leute gibt, die das machen. Was ich jetzt noch bauen werde, ist auf jeden Fall noch ein Blacksmith, bevor ich mich wieder ins Vor mache. Damit die Produktivität meiner Leute eben ein bisschen erhöht wird. Durch Tools machen die ja mehr Zeug, sind die ja schneller, besser. Aber der eine Blacksmith, also der eine Schmied, ist nicht in der Lage, den Bedarf zu decken. Irgendwie brauchen die mehr und ich brauche dann garantiert noch einen Köhler. Ach komm, scheiße, hab die mal später. Ich habe viel zu wenig Kohle. Ich habe doch einen neuen gebaut, das reicht aber nicht. Scheiße, ich habe zu wenig. Ich muss einen Köhler bauen jetzt. Sonst geht mir die Kohle komplett aus. Das wäre fatal. Und nicht zu empfehlen. Also die Leute fangen an zu frieren und der Blacksmith kann nicht mehr arbeiten. Bei der Wertung auf jeden Fall eher negativ einfallen. Ich glaube, den Markt hier hinzubauen war gar nicht so doof. Jetzt hier kann ich den bauen. Ich habe mich entschlossen, den hier hinzusetzen. Okay, unnütz Berater. Was willst du? Was will der Hans-Peter wieder, ey? Ma, Sire, took so long, too long to start our harvest. Summer wird was ruined by the winter. Moving past to a granary would help. Ja, der redet jetzt so. Der hat beim Wikingerüberfall hat er einen Schlag abbekommen. Deswegen hat er jetzt irgendwie einen anderen Dialekt angenommen. Der redet jetzt so. Und er ist noch blöder als vorher. Ich wundere mich auch, dass das möglich ist, aber glaub mir, es ist so. Der ist jetzt noch bescheuerter. Ich kann ihn nicht feuern, weil um mich Stress. Der ist einfach nur bescheuert. Was ist denn hier mit dem Bauen? Es ist halt. Wenn es so weit weg ist, ne? Ja, bauen ist gerade eh so eine Sache. Ich will hier nochmal. Eigentlich wollte ich mich wieder der Dings widmen. Oh fuck, nee, abreißen. Ist Verkehr darum gebaut. Na komm, baue ich erstmal hier weiter. Wobei, wenn ich. Super, wieder eine Curry kaputt gegangen. Ja, ich warte erst nochmal, bis ich die große Halle bauen kann. Was ist denn da los? Stockpile kaputt. Ach, ist doch scheiße hier drüben. Schon wieder. Das ist das zweite Mal, dass es passiert. Das ist super scheiße. Was ist das denn jetzt? Minus 45.
Wahrscheinlich, weil in dieser Stockpile so viel Zeug war. Weißt du was, die Query bleibt jetzt fort. Diese Query ist an laufendem Band am Kokeln. Und vor allen Dingen sind die, kriegen die das da irgendwie nicht gelöscht, vermutlich weil nicht so viele Leute da sind. Das heißt, die Stockpile bleibt jetzt aber auch erstmal weg. Ich habe auch viele Steine dadurch verloren. Also, Stockpile bleibt jetzt weg. Man verkünde meinen Schluss. Da der Output scheinbar eh egal ist, choppe ich die beiden hier weg und mache hier nochmal eine Straße rüber, damit das Ganze schneller geht. Dass der Turm hier oben kaputt ist, ist mir schon lange aufgefallen. Ich war nur zu faul, den zu ersetzen. Den hier muss ich aber nochmal ersetzen. Ja, komm mal die Fresse. Ich weiß nicht warum. Ja, der eine sagt, ja, wir sind voll glücklich. Und der andere sagt, ja, hier, nicht genug Zeug. So hat er es nicht gesagt, aber... Also der beschwert sich immer noch irgendwie, wir würden mehr produzieren, als wir storen können. Und ist mir jetzt erstmal egal, also... Das wir halt überproduzieren, das produzieren wir halt mal über. So, was macht das Ding jetzt? Appoints Army Generals, unlocks Ballista, Barracks and Mord. Okay. Ja, dass da keine Leute, keine Häuser drin stehen, bedeutet halt auch, dass die Leute da nicht drin wohnen. Sollte ich vielleicht ein paar Häuschen hier hinsetzen? So ein, zwei Cortisches, so nach dem Motto, ja, da leben Leute. Mann! Es ist wieder einer mit weißen. Mit dem weißen, na, ist ja schon, mit den weißen Hörnern, Stacheln, Gedöns. Und ich glaube, der kommt nicht nur zum Gucken, der kommt auch zum Anfassen. Zum Gucken, das ist vorbei und es blitzt noch. Vielleicht wird er vom Blitz getroffen. Nein, aber dafür... Ich habe gedacht, hier wäre was angefangen zu kugeln. Der müsste doch von zwei abgeschossen werden, oder? Von dem hier unten rauf oder nicht? Der wird er auch. Ey, wehe, der baut ja, der schießt, der macht meine Barracks kaputt, die ich gerade erst gebaut habe. Beziehungsweise meine Chamber of War. Der guckt, der schielt da so rüber. Na, geht aber nicht gucken. Pick up, du Arschloch. Hier wurde jetzt Ballista Towers, das heißt ein paar. Den hier werde ich einreißen und Ballistenturm draus machen. Da hinten kommt einer hin. Und in der Mauer werde ich die einfach wechseln die ganze Zeit. Ja, es hat nichts Feuer gefangen durch das Gewitter. Nice. Dafür brennt jetzt meine Bäckerei. Ja, hat der nicht irgendwo mal eine Lebensleiste oder so? Irgendwelche Leute sind wegen hohem Alter gestorben. Vermutlich, weil sie erschreckt haben, dass da auf einmal ein scheiß Drache ist. Naja gut, das ist ja eigentlich mehr ein normaler Anblick hier. Ey, wie der schon abgeknallt wird. Da fliegen die Pfeile auf den. Das interessiert den einfach gar nicht. Das juckt den Spasten überhaupt nicht. Brennt mein Bäcker noch? Ja. Ey, lass die Stockpile. Ich krieg's kaum. Die ist weg. Die Stockpile ist durch. Nein, die nicht. Demolition. Ich glaube nicht, dass sie die gelöscht kriegen. Ey, jetzt hau ab. Nein, er ist hier rüber geflogen und guckt sich das hier an. Mein noch im Bau befindlich. Ey, ich schwöre dir. Verpiss dich jetzt. Du hast schon genug angerichtet. Hau jetzt ab.
So, ich habe nicht genug Futbolisten. Nee, der haut alles noch nicht ab. Den Bäcker haben sie gerettet. Stockpile. Auch. Die Quarry brennt dafür jetzt. Und Hubert Hawkins ist wieder gestorben. Also wieder, ist gestorben. Ich glaube nicht, dass die Leute hier mehrfach sterben. Und ich habe wieder megamäßig überzogen, aber. Ja, 16 Leute haben gewisselt, aber nur 3 Leute haben was gefunden. Alter, hier ist ein scheiß Drache unterwegs. Und brennt sich gerade quer durch die Laden hier. Man hat vor allen Dingen jetzt hier wieder schön meine Bücherei angefangen hat. Feuern. Jetzt haut er wieder ab. Hä, was war. Oh. Was ist mit dem los? Was ist denn das jetzt? Was heißt das denn? Ist der Drache tot? Also, A-Hörnchen hat mich daran erinnert, dass wahrscheinlich gleich Wikinger kommen. B-Hörnchen hat gesagt, alle Leute sind glücklich. Dass die Verteidigung eigentlich nicht richtig schlecht ist. Ich glaube, der hat noch was abgekriegt. Der Drache, vielleicht war das jetzt gar nicht so verkehrt. Oh, die Bücherei ist short. Ja, gut. Drache, also, kurz Fazit. Ich werde die Folge jetzt auch beenden. Ich wollte nur den Drachen noch einsetzen. Ich werde kurz ein kurzes Fazit abgeben zu dieser Folge. Drache war da. Drache wurde abgeschossen. Drache war das egal. Drache ist wieder gegangen. Hat noch irgendwie ein komisches anderes Zeug gemacht. Nächste Folge werden aller Wahrscheinlichkeit nach nordische Besucher kommen. Also höchstwahrscheinlich. Das Problem ist, dass ich mein Castle nicht fertig gebaut habe. Ich hoffe, dass die nicht von hier drüben kommen. Ey, wenn die von hier drüben kommen und mein Fort kaputt machen, dann drehe ich durch. Ganz ehrlich. Gut, das werden wir dann sehen. Ja, Besucher werden nächste Folge dann wohl da sein. Ihr seid nächste Folge hoffentlich auch wieder da. Soweit so gut. Wir haben eine schöne Stadt. Wobei, es hakt ein bisschen. Ich wünsche euch dann noch einen wundervollen Tag. Feedback dalassen wäre wichtig. Ja, macht's gut. Tschö mit Ö.